Mit eines der größten Schuldgefühle entsteht, wenn Hinterbliebene nicht mehr die Chance oder die Möglichkeit hatten, ihrem geliebten Verstorbenen entweder kurz vor seinem Tod noch zu sehen oder aber diesen in dieser Sterbephase, in diesem Übergang zum Tod zu begleiten. Viele Hinterbliebene stecken jahrelang in diesem Schuldgefühl fest, weil sie denken, sie hätten doch in diesem Moment bei ihrem geliebten Menschen sein müssen. Mein Name ist Susan Freuzheim. Ich bin beweisführendes Medium für Jenseitskontakte, Autorin und Mentorin. Meine Passion ist, Hinterbliebenen zu zeigen, wie sie immer mit ihren Verstorbenen im Kontakt sein können. An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken, bei euch bedanken, dass ihr so viele Kommentare und Hinweise, aber auch eure Sichtweisen unter meine Videos schreibt. Ich sehe jeden Kommentar, auch wenn ich nicht die Möglichkeit habe, wirklich jeden noch zu beantworten. Verstößt dein Kommentar gegen meine Regeln oder hast du Links dort reingesetzt, werden diese automatisch gelöscht. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei meinen neuen Mitgliedern in der Community bedanken. Ich freue mich, in der Zukunft mit dir als neues Mitglied zu arbeiten und dich auf deinem Weg mit meinen Vorträgen, mit der Möglichkeit, gechannelt deine Fragen über die geistige Welt beantworten zu lassen, aber auch mit der Möglichkeit, dich in deiner Wahrnehmung zu trainieren, herzlich auf diesem Kanal begrüßen. Alle Informationen dazu findest du im Mitgliederbereich. Aber nun zurück zu diesem Thema. Du hast keine Vorstellung, wie oft es tatsächlich vorkommt, dass Hinterbliebene sich so unendlich große Vorwürfe machen, dass sie nicht in dem Moment anwesend waren, als der Lieblingsmensch gestorben ist. Es mag sein, dass sie genau in diesem Moment gerade den Raum verlassen haben, zum Beispiel um etwas zu holen, und dass genau diese Sekunde der Lieblingsmensch genutzt hat, um tatsächlich ins Jenseits zu gehen. Es mag aber auch sein, dass sie es vielleicht zeitlich aufgrund ihres Alltages, aufgrund ihres Jobs, aufgrund anderer Termine oder was auch immer, nicht mehr geschafft haben, ihren geliebten Menschen nochmal zu besuchen, nochmal zu sehen, bevor dieser gestorben ist. Und natürlich, es mag auch sein, dass sie es nicht mehr geschafft haben, rechtzeitig beispielsweise im Krankenhaus zu sein, um dem geliebten Mensch nochmal zu sagen, wie sehr sie ihn lieben, bevor er für immer seine physischen Augen schließt. Wir haben hier eine menschliche Sichtweise, die völlig normal ist. Als Mensch möchte ich natürlich dabei sein, wenn mein geliebter Mensch geht. Ich möchte ihm das letzte Geleit geben. Ich möchte ihm beistehen und ihm helfen, also dem geliebten Menschen, dass er so leicht wie möglich aus diesem Körper gehen kann. Das wiederum sind aber auch Menschen, die an ein Leben nach dem Tod glauben oder zumindest die Möglichkeit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, offen lassen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Jenseitiger kam im Jenseitskontakt und gesagt hat, hey, wärst du mal da gewesen, als ich gestorben bin? Aber genau das ist das, was wir uns selbst als Hinterbliebene dann vorwerfen. Wir haben das Gefühl, dass unser geliebter Mensch böse auf uns ist, vielleicht sauer auf uns ist, wir vielleicht sogar deshalb keine Zeichen bekommen, weil wir in diesem Moment für unseren Lieblingsmenschen nicht da waren. Aber nochmal, in all diesen tausenden Kontakten, die ich bis jetzt in meinem Leben schon geben durfte, kam immer wieder eins. Die Verstorbenen haben sich dafür bedankt, dass der Lieblingsmensch, also der jetzt Hinterbliebene, genau in diesem Moment nicht da war. Und weißt du auch warum? Weil die Verbindung zwischen diesem Mensch, der jetzt verstorben ist, und diesem Hinterbliebenen so intensiv ist, so intensiv war in diesem Moment, dass es einfacher war für diesen Mensch, der im Sterben lag, ohne seinen Lieblingsmensch zu gehen. Weil es einfacher war, einfach so in der Stille zu gehen. Und weil aus menschlicher Sicht natürlich der jetzt Verstorbene auch versucht hätte, an diesem Leben festzuhalten, obwohl die Seele schon längst die Koffer gepackt hat und gesagt hat, es ist Zeit zu gehen. Sie kommen aus dem Jenseits und sagen, danke für dieses Geschenk, danke für diese Möglichkeit. Es war meine Zeit zu gehen und du hast es mir ermöglicht.
Sie kommen aus dem Jenseits und sagen, bitte, bitte, bitte. Höre auf, dir diese Schuldgefühle zu geben und zu denken, du hättest noch etwas tun können, du hättest mir noch etwas sagen können. Sie kommen aus dem Jenseits und sagen, ich liebe dich dafür, dass du mich hast so gehen lassen, dass du mir die Chance gegeben hast, so zu gehen. Und sie kommen auch aus dem Jenseits und sagen, natürlich, weil du mich so sehr liebst, haben wir jeden Tag Kontakt, gebe ich dir Zeichen. Und nein, ich bin nicht böse oder sauer auf dich. Deswegen ist es für mich wichtig, dir aufzuzeigen, dass es sowas wie Schuld in der geistigen Welt nicht gibt. Ist der Mensch, den du so sehr liebst, im Jenseits, wird er alles versuchen, dieser geliebte Mensch, der jetzt verstorben ist, um dir aufzuzeigen, dass es ihm gut geht. Er wird alles tun, um dir aufzuzeigen, dass er immer in deiner Nähe ist. Aber meist sind unsere Schuldgefühle, unser schlechtes Gewissen so derart groß, dass wir diese Zeichen, die uns so viel Hoffnung geben würden, für uns überhaupt nicht erkennen. Deswegen Kopf hoch. Wenn dir das passiert ist und du nicht am Sterbebett dabei sein konntest bei deinem Lieblingsmenschen, dann wisse, dieser ist nicht böse. Dieser liebt dich aus ganzem Herzen dafür, dass du ihm, deinem Lieblingsmensch, genau diese Möglichkeit geschenkt hast, weil das war das, was für diesen Moment am wichtigsten für ihn war.